Willkommen zurück bei Risen 3 und wir suchen direkt mal den Ausgang, der dort hinten sich befindet, zu sein scheinen mag, Vermögen tut. Und wir werden jetzt die letzte Höhle uns unter dem Nagel reißen. Nämlich die, oh Gott, diese hier. Ja, also wir werden uns diese Höhle da unter den Nagel reißen. Einfach nur, ja, weil wir keine andere Wahl haben wollen. Wir wollen Wächter werden, also ich möchte Wächter werden. Und uns fehlt diese Höhle anscheinend. Das heißt, wir werden jetzt versuchen, diese Höhle mal einzunehmen. Ich habe nur die Befürchtung, wir werden scheitern. Und zwar. Ach, ihr spawnt, ne? Ich meine, ich habe jetzt eine neue Klinge, die minimal mehr Schaden macht. Aber im Endeffekt bringt mir das wahrscheinlich auch herzlich wenig. Oh, da habe ich gerade einen Soundfail gehabt, glaube ich. Also der Schlag war gerade irgendwie. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Assassin's Creed tatsächlich. Also an Black Flag. Geh ruhig in den Berg. Ist okay, komm mal her. Komm mal aus dem Berg wieder raus. Du kommst nicht mehr aus dem Berg raus, ne? Ja, dann die. Ach, so ist das. Genau. Steckt im Berg fest und kann sich nur mit einer Attacke auf. Ja, okay. Ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Alles gut. Wir können direkt mal Proviant schnüffeln. Genau, wunderbar. Einzeln. Hallo. Ja, genau. Nein. Komm zu dritt. Ich möchte nicht stören. Kommt einfach zu dritt. Ich wollte eure kleine Party eigentlich nicht unterbrechen. Das Schöne ist, die greifen anscheinend nicht vergesset. Ich wollte gerade sagen, die greifen nicht an, wenn ich in der Combo bin. Ich wurde gerade eines Besseren belehrt. Wow, böse Felsspinne. Ich muss jetzt irgendwie die Höhle halt befreien. Irgendwie. Koste es, was es war, ne? Aber irgendwie habe ich es heute mit den Bugs, oder? Hä? Okay, zwei Clipbugs von Monstern in so kurzer Zeit. Okay. Das ist, nicht normal. Ah, ich bin falsch hier. Egal, wir können auch mal eben den Rest machen. Ja. Ein Teleport hat einen Rost erhalten, was auch immer das bedeutet. Und eine Kiste, die wir natürlich nicht aufbekommen. Aber wir können doch bestimmt. Haben wir noch Fleisch? Was ist das da unten gerade gewesen? Unten ist ein Bär. Ah ne, das ist dieses Rhinoceros-Vieh, ne? Was uns das letzte Mal schon fast getötet hat. Ich erinnere mich. Wir möchten bitte alles braten. Dankeschön. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Proviant. Und schlafen könnten wir theoretisch auch, aber dann spawnt wieder alles. Nee, wir schlafen jetzt mal nicht. Wir quicksafen jetzt einfach und gehen da runter. Ach, scheiße, ich hab echt den falschen Weg genommen, dammit. Okay. Na dann, ein bisschen Proviant fressen, quicksafen und hoffen. Die kommen sowieso immer zu so vielen, wie sie wollen, ne? Kann das sein? Also wenn man einen anlockt, dann kommen alle. Also es ist nicht so von wegen einzelne Leute, sondern es ist so, du stehst vor 10 Leuten und der eine bemerkt dich und schreit, ey, da ist der! Und dann rennen alle 10 auf dich zu. Ungefähr so fühle ich mich gerade. Der Punkt ist, ich darf die nicht in Richtung Abgrund schicken. Hallo? Das habe ich befürchtet. Nicht in den Abgrund, nicht in den Abgrund. Hallo? Stirb. Was machst du da oben?
Okay. Na komm, wieder hoch. Oder schaffst du es nicht mehr hoch? Der kommt gleich von hinten hoch, das ist. Der läuft jetzt außen rum oder was? Okay. Diese Spruchrolle. Kristallfackel. Was bringen wir denn die Fackel? Das ist doch überall hell genug. Was habt ihr denn für Probleme hier? Kurze Frage, welches davon war nochmal der stärkere Heiltrank? Moment. Benutzbares. Grog ist 50 und Rum ist 75, okay. Und Fusel ist 25. Hm. Hätte ich eigentlich auch mal, egal. Nee, Fusel lassen wir erstmal noch. Ach ja, hier waren ja die Untoten drin. Ha, ich erinnere mich. Oh, er hat mich gesehen. Ich hoffe, er hat mich nur gesehen. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Hallo, 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 hallo. Das sieht mir nichts. Ach, da ist mein Feldspinne wieder. Ach, gut. Jetzt bin ich irgendwo. Jetzt ist es nicht gut. Das ist gar nicht gut. Wo bin ich? Hallo, hallo, ich sehe mich nicht. Oh, Skevich. Haha, bitte. Danke. Machen wir ruhig eins ins Maul. Und hier kommt noch ein Wasservieh am besten oder so. Und hier kommt noch das und das. Dich habe ich schon mal getötet, ne? Dich habe ich nicht getötet. Huppala, shit, shit, shit. Wo kommen die denn jetzt alle wieder? Ich. Okay. Sei ein Mann. Wie heißen wir nochmal? Ich habe vergessen, wie wir heißen. Okay. Jetzt haben wir die alle so schön weggelockt. Ah, okay, da ist die Spinne wieder. Aua. Ja, schön gegen die Wand, genau, schön. Am besten immer Richtung Wand. Wohin? Was? Was macht das grüne Ding da oben? Was ist denn heute mit meinem Spiel los? Jetzt mal ernsthaft. Ich glaube, der Lux gefällt mir. Was macht der Lux? Heute stimmt doch was mit dem Spiel nicht. Okay, alles gut. Tatsache halten. Ich bin gerade echt ein bisschen. Also. Ich würde sagen, das ist ein schlechtes Omen, aber okay. Ja, die kommen also alle drei. Auf jeden Fall. Will heißen, ich bekomme jetzt Riesenspaß. Habe ich irgendeinen Zauber, Magie? Habe ich irgendwas, was ich. Rost. Achso, das ist sowas wie Schlösser öffnen, ja? Haha, Schlösser 30, okay. Splitterhaken. Die Frage, gegen wen ich das einsetze. Gegen niemanden, weil ich aus Versehen die falsche Taste drücke. Ich bin so gut. Also, ich hasse es jetzt schon, gegen menschliche Gegner zu kämpfen mit Schwert. Das
kann sich ja nur um Stunden handeln. Jetzt stelle ich mir das noch vor, gegen mehrere gleichzeitig. Wunderschön. Oh, mit Finishing Moves. Okay. Fünf Skelette. Fünf Hellenhunde. Wie fünf Hellenhunde? Seht ihr, lebensmüde. Fünf Hellenhunde? Wann soll ich die denn töten? Ölli? Okay, die haben gar nicht so viel AP, wie ich dachte. Trotzdem möchte ich nicht gegen mehrere gleichzeitig antreten, bitte. Die sind so agil. Hier müsste eigentlich noch irgendwo ein Skelett sein. Das ist erstmal noch ein Höllenhund. Komm schon. Ich will das Skelett nicht anräumen. Los. Ah, schön in die Richtung. Das ist sehr schön. Schöne Richtung, schöne Richtung, sehr schöne Richtung. So, bevor ich jetzt gleich sterbe, möchte ich bitte kurz fix helfen. Dankeschön. Ich glaube, das ist kein guter Ort. Schön, 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 komm her. Genau, schön in die Richtung. Schön in die Richtung. Sehr schön. Es läuft besser, als ich dachte mit der Mine. Ich glaube zwar nicht, dass es jetzt unbedingt am Schwert liegt. Wunderbar. Nochmal einen schönen... Die Finishing Moves können sie sich eigentlich sparen. Also, ist nur meine Meinung, aber... Die Finishing Moves können sie sich meiner Meinung nach ein bisschen sparen, aber okay. Ein Meißel nehme ich gleich noch mit. Fix helfen. Meine Nase juckt. Okay. Hier liegt ein Gnomi. 10 Gold erhalten. Du hast einen kompletten Rucksack voll mit magischen Kristallen und ich erhalte von dir 10 Gold. Das ist mal wieder die Logik. Aber gut. Okay. 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 Wir haben noch ein paar Gegner vor uns und das wissen wir auch genau. Die ist doch überall Fusel. Hier sind doch 20 Flaschen Fusel. Warum kann ich die nicht aufheben? Goddammit, sind die alle leer, oder wie? Guck da, Fusel. Die sind doch auch alle. Hier ist Grog, ganz viel. Oder ist das Grog? Ja, das ist Rock, Grog. So viel Grog. Kompliziertes Schloss. Kann ich nie aufmachen, okay. Obwohl, ich könnte wahrscheinlich, oder? Lass mich mal überlegen. Charakter. Ich könnte wahrscheinlich... Fingerfertigkeit noch 20 machen ohne Probleme. Ja. Besonders wenn wir beknacken da drauf. Okay, wunderbar. Wirklich? Eine Schattenklinge? Are you serious? Dankeschön. Toll. Danke für diese wunderschöne Schattenklinge. Hallo? Okay. Ich belege gerade. Oha. Das ist jetzt das schlechteste Szenario. Was? Ich hab nicht getroffen. Oh, wie viel Schaden machst du? Das ist so ein Scherz, das war ein schlechter. Ein ganz schlechter. So, Penta will eindeutig gebannt werden aus meiner Vorderfüste.
Okay, er greift mich nicht an, während ich. So, aber der macht Schaden. Weil der Scherge hat gerade richtig hardcore Schaden gemacht. Das ist nicht witzig. Oh, warte. Du steckst ruhig Waffe weg. Okay, zu lang, zu lang. What the fuck? Der haut ja richtig rein. Der Typ ist richtig böse. Richtig böse. Holy shit. Ach, desto länger die man lädt, desto... Ja, man kann natürlich auch einfach dann zu lange laden. Ja, okay. Alles klar. Und noch einer dämlicher. Ja, okay. Ich kann nichts aufheben. Ha, natürlich nicht. Warum auch? So, da ist der zweite Typ. Ich würde gerne den letzten Höllenhund irgendwie finden und ausschalten. Ah, okay. Hallo, Höllenhund. Langsam verstehe ich das mit den schweren Angriffen, also besser. Also beziehungsweise gegen menschliche Gegner ist das mit den schweren Angriffen sehr viel wichtiger als gegen Tiere. Oh shit. Okay, Mann, jetzt muss ich mal eben gucken, dass ich hier nicht verrecke. Okay, komm schon. Wie viel halten die denn aus? Wow. Oh, Dankeschön. Heilige Scheiße. Schattenwaffe. Aha. Moment, da müsste der doch da oben auch was haben. Wo ist mein Skelett? Schattenwaffe, tatsächlich. Dankeschön. Lass mich raten, die ist schwächer, sehr viel schwächer wahrscheinlich. Okay, ich kann nur. Hat nur die Schattenwaffe kann man auch nicht anziehen. Okay. Hier oben sind Leute. Nein, 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 schlaf doch nicht. Was will ich denn hier? Bist du bescheuert? Warum schläfst du? Bist du dämlich? Ich wollte doch nur den Krug haben. Ah, mein Schädel. Schon wieder ein Albtraum? Es wird immer schlimmer. Ich kann das Schattenreich förmlich riechen. Mein Geist ver... Was? Minoche tot. Da stand gerade was von, mein Geist verlässt die Gruppe. Mein Geist verlässt die Gruppe, willst du mich verarschen? Wirklich? Ne, ich hab's nicht nur mit Schattenweste zu tun. Nein, die sind doch noch irgendwelche scheiß beschissenen Felsspinnen. Genau, nein, hol, gib's mir hart. Was geht denn jetzt? Geh sterben. Ich glaube, bei dir hackt es. Gib mir die Ratte. Gib mir die Kristallader, bitte. Dankeschön. Macht mal euch Kristall, sehr schön. Gib mir mehr Ruhm und Ehre.
Der Ruhm, die Ratte zu töten. Kurzer Cut.